Dieses Tutorial zeigt dir eine besondere Seilformation, den Umbrella. Du brauchst dazu zwei etwa gleich lange Langseile. Das Drehen der Seile ist etwas schwieriger. Wir verwenden hier Beaded Ropes, die verhängen sich manchmal mit dem Bead. Wenn du also Clothes Ropes, also Stoffseile zur Verfügung hast, könnte das beim Drehen etwas helfen. Unsere Seile sind etwas mehr als 4 Meter lang. Die Dreher sollten sich auf jeden Fall koordinieren, indem einer der Dreher laut zählt. Das Paar, welches das obere Seil dreht, sollte mit dem ganzen Arm drehen. Das Paar, das das untere Seil dreht, hingegen mit dem Unterarm. Für den Springer besteht kaum ein Unterschied zum normalen Langseil, obwohl das Ganze etwas spektakulärer aussieht. Am leichtesten ist es, von der Seite durch die Seile zu laufen, wo beide Seile herunterkommen. Diese Variante siehst du hier im Video. Du kannst aber auch jede andere Seite probieren. Du kannst natürlich jedes Kunststück im Langseil auch im Umbrella versuchen. Hier dreht sich Lena Marie in den Seilen. Etwas schwieriger ist dieser Sprung, der Split. Jasmin springt innerhalb einer Seilumdrehung in den Split und wieder zurück in die Hocke. Also statt dem Zwischensprung, der 2 Takte dauert, Split und Hocke. Es wäre aber auch möglich, sozusagen 2 Takte im Split zu bleiben und dann über das Seil in die Hocke zu springen. Auch ein Frog kann im Umbrella gesprungen werden. Auch hier erfolgt das Springen in den Frog und das Landen innerhalb einer Seilumdrehung. Und nun noch eine kleine Herausforderung für die Dreher. Wir wollen die Dreher mit einem der beiden Seile einfangen. Das geht grundsätzlich auf 2 Arten, von oben oder von unten. Zu Beginn solltest du auf jeden Fall einmal ohne Springer üben. Wir zeigen dir zuerst einmal das Einfangen von oben. Die Dreher, die das obere Seil drehen, fangen den Dreher ein, der auf der Seite dreht, wo das Seil von oben runterkommt. Sie gehen dazu ein wenig seitwärts und legen das Seil erst hinter diesem Dreher auf den Boden. Der Dreher überspringt das Seil und die beiden Dreher bewegen sich wieder zurück auf ihre alte Position. Zu beachten ist, dass das Einfangen des Drehers wirklich entschlossen während einer Seilumdrehung passiert. Das andere Paar, das mit dem springenden Dreher, kann das Seil zusätzlich etwas verzögern. Nach dem Einfangen hat das andere Dreherpaar nun das obere Seil. Dieses Paar kann dann wieder den Dreher einfangen, der dort steht, wo deren Seil zum Boden gedreht wird. Noch ein wichtiger Tipp: Da beim Einfangen das obere Seil zum unteren Seil gedreht wird, drehen die Dreher vor dem Einfangen mit dem ganzen Arm, nach dem Einfangen jedoch nur mit dem Unterarm. Genau umgekehrt ist es natürlich für das andere Dreherpaar. Wenn das Einfangen gut funktioniert, kannst du probieren, während der Einfangaktion einen Springer im Seil zu haben. Hier siehst du noch die zweite Variante, von unten einfangen. Zuerst wieder ohne Springer, eingefangen wird nun mit dem unteren Seil. Wieder muss ich zuerst überlegen, welcher Dreher eingefangen wird. Es ist der Dreher, der auf der Seite steht, wo das Seil vom Boden nach oben gedreht wird. Und dann das Ganze mit Springer. Viel Spaß beim Üben! Hier findet ihr weitere Videos. Und hier findet ihr die Playlist mit allen Rope Skipping Tutorials.